Meine sehr verehrten Damen und Herren, seitdem wir 2013 den dringend notwendigen Schritt getan haben, die Alternative für Deutschland zu gründen, ist viel passiert. Ich glaube, dass es kaum jemanden damals gab, der sich hätte vorstellen können, wie viel in nur 3 Jahren passieren kann, dass wir uns zu einer einflussreichen Partei entwickelt haben, inzwischen in 8 Landtagen sitzen, am Samstag, am Sonntag bereits im 9. und dieses Jahr noch in Berlin im 10. und zwischendurch dann hier in Niedersachsen in einer Menge von Kommunalparlamenten. Es war sehr wichtig und es ist auch sehr gut gelungen. Wie gut das gelungen ist, sehen wir tagtäglich. Da komme ich noch dazu, weil ich dazu aus Hessen berichten kann. Dort sitzen wir inzwischen in den Kommunalparlamenten. Zunächst möchte ich aber darauf hinweisen, und da hattest du ja auch schon einige Ansätze zu gebracht, dass die Einladung, wenn ich es mal so nennen will, von Angela Merkel an die ganze Welt erhebliche Probleme für Deutschland gebracht hat. Und zwar für das, was auch mit ein Fundament dieses Staates ist, nämlich die innere und die äußere Sicherheit. Es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht etwa uns gegen die Flüchtlinge wenden. Es ist völlig verständlich, dass diese Menschen kommen. Sie kommen wegen ihrer persönlichen Probleme. Und ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen, ich jedenfalls, wenn ich eine solche Chance hätte, die auch ergreifen würde. Das kann aber nicht die Entscheidungsgrundlage sein. Die Entscheidungsgrundlage muss sein, hält das ein Staat aus und können wir überhaupt noch lange helfen, wenn wir das, was wir zurzeit tun, weiterhin tun würden. Was wir allerdings tatsächlich brauchen in Deutschland, das ist eine Bewegung, die es wieder erreicht, dass sich viel mehr Menschen wieder überhaupt engagieren. Eigentlich ganz egal für was. Hauptsache, sie engagieren sich wieder. Sie bringen sich wieder ein und der Egoismus wird aus dieser Gesellschaft wieder entfernt. Dabei ist es natürlich idealerweise zu sehen, dass wir die Demokratie dadurch fördern, dass die Einzelne sich wieder freiwillig und ehrenamtlich in irgendeiner Weise einbringt. Das tun schon viele Menschen, aber es müssten eigentlich noch viel mehr tun. Und wir möchten als AfD dadurch, dass wir als Partei der vernünftigen Bürger, will ich es mal nennen, viele Menschen zusätzlich dazu bringen, dass sie auch wieder wählen gehen oder sogar, was hier sicherlich in 10 Tagen der Fall sein wird, sich selbst zur Wahl zu stellen. Wir haben das inzwischen in Hessen bei der Kommunalwahl im März mit über 750 Mandaten erreicht, die sich inzwischen als Kreistagsabgeordnete, Stadtverordnete und ehrenamtliche Magistratsmitglieder in der Kommunalpolitik in Hessen einbringen. Damit können den verschiedenartigsten Ansichten und Bedürfnissen wieder eine Stimme verliehen werden. Und es kann auch für die gesprochen werden, die über Jahrzehnte den Eindruck gewinnen mussten, und es war auch tatsächlich so, dass für sie nicht mehr gesprochen wurde. Wir als Alternative für Deutschland haben dafür Netzwerke geschaffen. Wir haben Diskussionsforen angeboten und wir haben Menschen zu Veranstaltungen zusammengebracht, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich untereinander auszutauschen. Und wir müssen anregen dazu, dass Politik in Deutschland nicht mehr als Privatsache betrachtet wird, sondern als eine Notwendigkeit für den Einzelnen, aber als eine sinnvolle Tätigkeit für das Ganze. Wir hoffen, dazu beitragen zu können, dass die Menschen sich informieren. Sie müssen nicht immer sofort unserer Meinung folgen, aber sie sollten wieder Anteil haben am täglichen Geschehen. Und sie sollten letztendlich begreifen, und ich glaube, das ist, wenn man es kritisch verfolgt, das zwingende Ergebnis, dass vieles von den Medien weder erwähnt wird, noch korrekt berichtet wird. Wir hatten gerade aktuell die Frage, hat man das Recht auf eine korrekte Berichterstattung? Ist gerade im Zusammenhang mit einer Äußerung von Herrn Professor Meuthen aufgetaucht. Ich meine ja, dieses Recht hat man. Wenn die Presse berichtet, dann möge sie bitte richtig berichten, auch wenn es ihr so nicht gefällt, wie der Satz oder das Wort gefallen ist. Wir setzen uns für Datensicherheit ein. Wir haben dazu auch etwas in unserem Grundsatzprogramm geschrieben. Und wir setzen uns sehr dafür ein, dass die Privatsphäre tatsächlich wieder geachtet wird. Und wir machen deutlich, dass das, was Seiten wie zum Beispiel links unten im Internet veranstaltet, ein klarer Verstoß dagegen ist. Bürger zu denunzieren, das muss als Datenmissbrauch verfolgt werden, wenn es in dieser Form weiter geschieht.
Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich mal die Zeit nehmen und politische Debatten, sei es im Landtag oder sei es im Bundestag, sich anzuschauen. Die Möglichkeiten gibt es ja Gott sei Dank. Dann können Sie live quasi erleben, auch wenn Sie nicht interagieren können, was dort vorgetragen wird, in welcher Form dort gesprochen wird und was an unseren Interessen überhaupt noch dort artikuliert wird. Und Sie werden merken, wer in der Europäischen Union und in Brüssel und Straßburg über unsere, die Köpfe der Bürger hinweg, regiert. Wir möchten dafür Sorge tragen, dass es wieder wirkliche Volksvertreter gibt, die notfalls die Staatsdiener in den Ministerien und Ausschüssen, wenn nötig, kontrollieren und ihre Arbeit auch tatsächlich wieder überwachen, die das allerdings unparteiisch tun und nach bestem Wissen und Gewissen leisten. Denn parteipolitische Aspekte haben bei den meisten Entscheidungen, die wir hier in Deutschland zu fällen haben, nichts zu suchen. Wir müssen überlegen, was ist richtig für die Bürger und für dieses Land. Dann kommen wir zu guten Ergebnissen. Ich möchte Sie bitten, Zivilcourage zu zeigen. Viele von Ihnen tun das. Insofern ist die Bitte eigentlich völlig überflüssig. Aber manch einer ist ja vielleicht auch hier, der sich informiert und noch nicht den Mut hatte, seinen Namen für die Alternative für Deutschland herzugeben, seinen Mann oder seine Frau zu stehen und sich gegen linken und rechten Extremismus zur Wehr zu setzen notfalls. Und mit all denen es nicht daran gelegen ist, diesen Staat zu einem positiv zu bewegen, auch tatsächlich zu streiten. Wir wollen uns konsequent inhaltlich gegen Steuerverschwendung und Klientelpolitik wenden. Die steuerzahlenden Bürger haben unserer Ansicht nach, und so haben wir es auch ins Grundsatzprogramm geschrieben, einen Anspruch darauf, dass die Steuern nicht zu ideologischen Spielereien verwendet werden, sondern nur für die primären Aufgaben des Staates. Nur dann zahlen die Menschen ihre Steuern auch gerne. Der Staat muss Sicherheit und soziale Balance garantieren. Die Menschen müssen etwas davon haben, dass sie arbeiten gehen. Neid und Missgunst sind ebenso fehl am Platz wie die derzeit viel zu hohen Steuern und Abgaben. Die Solidareinrichtungen der Gesellschaft müssen zunächst einmal den Bürgern des Staates zur Verfügung stehen. Es kann nicht sein, dass illegale Einwanderer besser behandelt werden als die, die manchmal jahrzehntelang Steuern gezahlt haben. Die Trennung von Kirche und Staat ist unserer Ansicht nach sehr viel konsequenter herbeizuführen. Und wir meinen deswegen auch, dass der Einzug der Kirchensteuer nicht Sache des Staates ist, sondern von der Kirche allein bewerkstelligt werden sollte. Wir meinen, dass wir wieder eine Gesellschaft erreichen wollen, und wir hoffen, dass wir das auch hinbekommen, in der wir höflich, freundlich, vielleicht sogar herzlich miteinander umgehen, weil es uns um die Sache geht und nicht immer das Ego als erstes wie eine Monstranz vor uns hergetragen wird. Die Ausgrenzung Andersdenkender ist leider heutzutage an der Tagesordnung, aber wir sehen es ganz deutlich, dies ist ein Irrweg und es passt auch nicht zur Demokratie und schon gar nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wenn Sie nun hier am 11. September in die Kommunalparlamente gewählt werden, dann werden die Kandidaten der AfD die Möglichkeit erhalten, auch auf dieser Ebene etwas für die Bürger zu tun. Die zukünftigen Mandatsträger hier werden wahrscheinlich aber erstmal genauso wenig ihren Augen trauen, wie das in Hessen der Fall war. Denn es ist nicht nur so, dass auf Bundes- und Landesebene viel im Argen liegt und dass die Justiz viel zu langsam auf die aktuellen Probleme reagiert und bei Verhaltensweisen, die unserem Rechtssystem keinerlei Toleranz abverlangen können, ein Auge oder manchmal sogar zwei zu drücken, sondern dass auch bei wirklich wesentlichen Punkten, ich nenne nur mal einen, das geht auch gerade aktuell durch die Presse, zum Beispiel bei Kinderehen, bislang einfach alle Augen zugedrückt haben. Nicht viel anders ist es bei der sogenannten Vielehe, wo auch oftmals die Unterdrückung der Frau zu beklagen ist. Aber vor allen Dingen ist auch zu beklagen, dass damit Tür und Tor für weitere Steuerverschwendung geöffnet werden. Denn wir bezahlen oft die Zweit- und die Drittfrau und alle Kinder dieser Frauen, die zum Teil sogar im Ausland leben. Das kann unseres Erachtens nicht so weitergehen und ist nach unseren Vorstellungen mit dem, was wir hier an Recht und Gesetz eigentlich durchzusetzen haben, nicht zu vereinbaren. Ich möchte Ihnen mal einen kurzen Einblick geben, was wir im Hochtaunuskreis und in der Stadt Bad Homburg zum Beispiel vorgefunden haben, als wir uns etwas eingearbeitet hatten in die Kommunalpolitik nach der Kommunalwahl.
Ich komme aus dem Hochtaunuskreis, liegt etwas nördlich von Frankfurt am Main. Viele wissen es ja, denn ich habe entdeckt, dass einige Frankfurter unter uns sind hier. Und wir haben uns natürlich vorher informiert, aber nicht in der Breite, in der uns das jetzt abverlangt wird und in der es auch nötig ist. Sie werden es kaum glauben, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass in dem Haushalt des Hochtaunuskreises, der immerhin 3 Leitsordner dick ist, es letztendlich mit einem Minus von 700 Millionen Euro endet. Da fragt man sich schon, wie das im Speckgürtel von Frankfurt am Main überhaupt denkbar ist. Gleichwohl werden aber auch bei uns Steuergelder munter weiter verschleudert. Wir schließen uns nicht aus der völlig verfehlten Energiepolitik der Regierung, sondern wir sollen im Taunus in einem Naturschutzgebiet aus ideologischen Gründen diese Windräder bauen. Dafür werden mehrere Millionen vorgesehen. Es wird vorab schon agiert. Es gibt ja im Rahmen der sogenannten Energiewende vieles, was in Zukunft noch zu tun sein wird. Viele Gesetze in diesem Zusammenhang sind aber noch gar nicht verabschiedet. Der Hochtaunuskreis investiert mal gleich mehrere Millionen in einen sogenannten Presswasserbehälter. Denn diese gesetzliche Regelung, die das dann nötig machen würde, die könnte ja kommen. Da machen wir es doch gleich. Ja, wieder ein paar Millionen weg. Wir haben uns natürlich mit den Bürgern auseinandergesetzt und dort viele Unterstützer gefunden, die auch, so wie wir sagen, der Nutzen dieser Windkraftanlagen ist höchst zweifelhaft, mal ganz abgesehen davon, dass sie, wie gesagt, im Naturschutzgebiet stehen sollen. Und sie rechnen sich nur wegen der hohen Subventionen, die dafür gezahlt werden und die Einzelnen zum Gewinn dann ausgeschüttet werden. Das ist auch nicht das, was eine Gemeinschaft, was ein Staat als Ziel erheben sollte. Wir haben eine Erstaufnahmeeinrichtung vom Land aufoktroyiert bekommen. Die Situation in Bad Homburg ist so, dass wir ein altes Krankenhaus hatten. Das war wirklich am Ende als Gebäude, als nutzbare Möglichkeit. Deswegen gab es Gott sei Dank ein neues Kreiskrankenhaus. Das alte sollte abgerissen werden. Ein B-Plan ist in Vorbereitung. Es sollte dort Wohnraum geschaffen werden, mitten in der Stadt Bad Homburg, unweit des Kurparks und des Schlossparks. Was ist passiert? Wir haben in dieses marode Gebäude, was zum Teil schon für den Abriss entkernt war, über 11 Millionen Euro investiert. Denn es hätte ja sein können, dass man dieses Gebäude zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge gebraucht hätte. Dass das nun gar nicht eintritt, ist ja nicht das Verdienst unserer Regierung, was eigentlich die Gesetze hätte achten müssen und deswegen verhindern müssen, dass so viele Menschen ins Land kommen. Das ist das Verdienst der Österreicher, der Ungarn und anderer europäischer Nachbarn. Wir sind dafür Ihnen auch sehr verbunden. Aber die 11 Millionen sind weg. Die Steuergelder sind verschwendet. Ein Ergebnis grottenschlechter Politik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Regierungen auf allen Ebenen haben sich inzwischen von den Realitäten so weit entfernt, dass sie jeglichen Bodenkontakt verloren haben. Bei uns sehen die Bürger, dass wir uns mit den bestehenden Problemen auseinandersetzen und Lösungen aufzeigen. Wir werden zwar in den Kommunalparlamenten überstimmt, aber die Bürger informieren sich. Und so kommen wahrscheinlich auch bei Ihnen, aber bei uns jeden Tag neue Mitglieder zur AfD und das sind ganz überwiegend Bürger, die etwas leisten, die eine Lebenserfahrung haben, die sich einbringen und die sehr gut informiert sind. Viele Gewerbetreibende und Handwerksmeister sind darunter, aber auch viele Menschen, die Kinder großgezogen haben, die Schule nicht nur aus dem eigenen Leben kennen, sondern auch aus dem Schulalltag ihrer Kinder. Und die sagen alle, so kann es nicht weitergehen. Wir geben diesen Menschen, die im Leben etwas geleistet haben und viel Steuern gezahlt haben, eine neue politische Heimat und wir wollen mit Ihnen zusammen, so wie Sie hier vor Ort, die Politik verändern. Wir wissen, dass in Hessen viele Mitglieder der CDU, aber auch der SPD unsere Vorschläge grundsätzlich unterstützen. Immer mehr Menschen äußern das auch ganz offen, aber wir haben natürlich auch Kontakte in die lokalen Parteien und wir hören, dass es dort brodelt, dass es dort kracht. Ich habe es vorhin gerade Einzelnen hier erzählt. In Bad Homburg hat eine langjährige Kommunalpolitikerin der CDU, die im Stadtparlament saß und von da aus ehrenamtliche Magistratsmitglieder wieder wurde, was sie schon vorher war, hingeschmissen, weil sie gesagt hat, ich mache das nicht mehr länger mit. Diese Form der Verlogenheit der Kommunalpolitik ist von mir nicht mehr zu unterstützen und das wird nicht die einzige Folge sein, die
sich daraus entwickelt, dass man einfach so weitermachen will wie bisher. Sie sind nicht in der Lage, diese Dickschiffe, Sie können die wirklich vergleichen mit Öltankern auf den großen Weltmeeren. Wenn die mal ihre Richtung gefunden haben, dann kriegen die das nicht hin, zu bremsen, zu lenken oder irgendwas an ihrer Politik zu ändern. Dafür braucht es die AfD. Ich möchte noch auf einen anderen interessanten Gesichtspunkt der letzten Wochen eingehen. Und das ist die Erklärung der CDU-Innenminister, die uns da vieles als neu verkaufen wollte, was wir schon längst gefordert haben. Und das kann ich Ihnen an einigen Punkten deutlich aufzeigen. Die AfD hatte sich längst positioniert zu der Frage, dass wir mehr Polizeibeamte brauchen. Nun plötzlich werden von den CDU-Innenministern 15.000 mehr Stellen gefordert. Wir halten das eigentlich für geradezu lächerlich, denn alles, was in den letzten Jahren passiert ist, ist ein Abbau der Polizei und nicht etwa auch nur ein Erhalt der Sicherheit. Und dann auch noch ein Zeithorizont bis 2020 genannt wird, dann frage ich mich, was soll denn in der Zwischenzeit passieren? Da lassen wir es mal so laufen. Das wird nicht gelingen. Wir haben aus den Erfahrungen, die diejenigen eingebracht haben, die das Grundsatzprogramm mit erarbeitet haben, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Polizeibeamte, Mitglieder des Zolls und andere, die damit tagtäglich zu tun haben, aus gutem Grund ins Grundsatzprogramm geschrieben, dass wir fordern, dass die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters auf 12 Jahre durchgesetzt wird. Sie werden alle in den Zeitungen lesen, in den Medien mit verfolgen können, dass die Banden, die sich gebildet haben in diesem Land, auf Kinder zurückgreifen, damit sie durch kleine Öffnungen, durch kleine Fenster hineingeschoben werden können und von ihnen die Tür öffnen. Und wir wollen nun nicht hier Bootcamps einführen und die Kinder drangsalieren, sondern wir wollen nur das Bewusstsein dafür schaffen, was hier falsch läuft. Selbstverständlich muss man diesen Kindern helfen, indem man sie aus diesem Milieu rausholt und nicht sie jetzt für Jahre lang wegsperren. Aber die Grundlage dafür ist zunächst erstmal die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, sonst kommen sie an die Kinder gar nicht ran und können überhaupt nichts tun und können denen auch nicht helfen. Genauso wollen wir ganz konsequent die grundsätzliche Bestrafung von volljährigen Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit dem Volljährigenrecht. Es ist eingerissen, dass alle bis mindestens 21 nach Jugendrecht bestraft werden. Und das ist nicht viel mehr als ein Zeigefinger, der erhoben wird. Du, wenn du hier zum 23. Mal irgendwo eingestiegen bist, nächstes Mal geht das aber nicht so weiter. Das kann nicht sein. Mit 18 darf man wählen, mit 18 darf man Auto fahren, heiraten und ich weiß nicht, was alles machen. Wenn man mit 18 einbricht, dann soll man genauso bestraft werden wie einer, der mit 28 einbricht. Bitte sehr. Kann ich nur lächeln, weil so was man von Berlin mitkriegt, wenn das nur im geringsten stimmt, dann sind da Clankrieger, Bandenkrieger. Nicht nur in Berlin. Na, und auch andere Großstädte, wo das ist. Und da ist da ganz klar die Frage, wie will man das in den Griff kriegen? Mit der weißen Weste kann man das bestimmt nicht. Nein, das können Sie auch nicht. Nur, was mich immer wieder verwundert ist, dass alle ständig blöken, dazu brauchen wir neue Gesetze. Nein, das brauchen wir nicht. Die Gesetze haben wir. Aber wir haben die Folge dessen, was Martin Renner uns vorhin dargestellt, die Folge der linksgrünen Ideologie der 68er, die nicht nur durch die Instanzen und Institutionen getobt sind, sondern natürlich heute auch in der Justiz sitzen. Wir müssen zusehen, dass wir einen Weg finden, zwar die Unabhängigkeit des Richters nicht anzugreifen, aber dass wir zum Beispiel zusehen, dass die Gesetze eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass wir weiter zuschauen, dass Richter Gesetze einfach nicht anwenden. Das ist angefangen worden im Rahmen der Arbeitsgerichtsbarkeit. Da hat sich Richterrecht gebildet und das wird heute fortgesetzt in allen Bereichen. Jeder Richter kann einfach machen, was er will. Das kann nicht sein. Ja, da müssen wir auch mal zusehen. Also da gibt es Dinge, die müssen wir einfach wieder ins Lot bringen, muss man fast sagen. Ja? Meine Damen und Herren, wir wollen dafür sorgen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft wieder abgeschafft wird. Das ist sogar eine unserer Kernforderungen. Und ich muss schon schmunzeln, wenn die CDU das inzwischen auch als Forderung entdeckt hat. Schön, dass sie auch das bei uns abschreiben, kann ich da nur sagen. Wir müssen es vor allen Dingen deswegen durchsetzen, weil wir viele Kämpfer in extremistischen Organisationen haben, die sich damit eine ganz einfache Exit-Strategie zurechtgelegt haben. Sollte mir in Deutschland was passieren, dann kann ich mit meinem zweiten Pass auf jeden Fall immer hierhin oder dahin. Das kann nicht sein. Die Leute sollen sich A, entscheiden und B, sich dann auch verantworten für das, was sie tun. Es wird viel davon gesprochen, dass mehr abgeschoben werden muss und auch da
wird groß lamentiert, da müsste man Gesetze ändern. Nein, das muss man nicht. Nach § 53 und 54 des Aufenthaltsgesetzes ist das jederzeit jetzt schon möglich. Das gilt insbesondere für die sogenannten Hassprediger. Und es ist schlicht und ergreifend nur eine Umsetzung des geltenden Rechts. Leider wissen das wohl CDU-Innenpolitiker nicht. Manchmal können wir uns dann vielleicht überlegen, wie ihr Werdegang so wohl gewesen ist. Martin, du hast das vorhin gesagt. Und das passt dann genau ins Bild. Ahnung haben sie meistens nicht von dem, über das sie reden. Gleiches gilt für die Ankündigung, dass diejenigen, welche sich ihrer Abschiebung widersetzen, ihr Bleiberecht verlieren sollen. Wir weisen darauf hin, dass Abschiebungen überhaupt nur dann stattfinden können nach dem Gesetz, wenn kein Bleiberecht mehr besteht. Und das geschieht eben einfach zu selten. Aber dass man etwa hier eine Änderung herbeiführen müsste, ist blanker Unsinn. Und wir müssen dafür sorgen, dass Hunderttausende abgelehnter Asylbewerber sich nicht weiterhin hier aufhalten, faktisch, sondern tatsächlich abgeschoben werden, was die gesetzliche Folge ist, die geltendes Recht ist. Wir müssen der Forderung nach dem Finanzierungsverbot von Moscheen Nachdruck verleihen und müssen verhindern, dass auf diese Art und Weise eine Möglichkeit weiterhin besteht, dass extremistische Organisationen hier Gefolgschaft finden können und die auch noch ausbilden auf deutschem Boden. Extremistische Organisationen gehören verboten, das Vermögen gehört eingezogen. Auch das fällt in den Zuständigkeitsbereich der Innenminister, scheint aber denen nicht bekannt zu sein, denn es wird nicht gehandhabt. Die AfD fordert das seit langem und wir fordern zusätzlich die Beendigung der Auslandsfinanzierung von Moscheen, was insbesondere die türkisch gelenkte DİTİB und zahlreiche saudische Geldgeber betrifft und diese von ihrer politischen Einflussnahme in Deutschland ausschließen soll. Überraschend ist inzwischen auch, dass viele CDU-Politiker unsere Forderung nach einem Burka-Verbot aufgegriffen haben. Auch da können wir nur sagen, vielen herzlichen Dank. Gemeinsam schaffen wir das. Und wir sind sehr froh, wenn die CSU es unterstützt. Erschreckende Unkenntnis der CDU-Innenminister über die Rechtslage offenbart auch die Forderung nach einer Aufweichung der ärztlichen Schweigepflicht. Schon jetzt sind auch Ärzte verpflichtet, Kenntnisse über schwerwiegende geplante Verbrechen den Behörden zu offenbaren. Eine entsprechende Regelung erhält § 138 StGB. Die Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht ist daher völlig unnötig. Die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung und Videoüberwachung richtet sich erneut gegen die Freiheit aller Bürger. Ob dies geeignet ist, Terror wirksam zu bekämpfen, darf bezweifelt werden. Terroristen haben keine Angst davor, dass ihre Terrorakte gefilmt werden. Sie filmen sie im Gegenteil häufig selbst, um sie dann hinterher wirksam auch noch im Internet zu verbreiten. Auch die Vorratsdatenspeicherung kann allenfalls punktuell helfen, Terrorakte zu verhindern oder aufzuklären. Solange aber die Problemursache, die massenhafte illegale Integration, nicht durch Grenzschließung beendet wird, handelt es sich bei all diesen Maßnahmen im besten Fall um die Behandlung von Symptomen, nicht aber um die Ursachenbekämpfung, die angesichts der vielfältigen Folgeprobleme für unser Land dringend geboten ist. Solange die Kanzlerin Herrin eines rechtlosen Zustandes an unseren Grenzen ist, mutet die beabsichtigte Erklärung der CDU-Innenminister an, wie der hilflose Besinnungsaufsatz eines Grundschülers über seinen schönsten Ferientraum zum Ende der Sommerferien. Das ist angesichts des dramatischen Zustandes in unserem Land und den zu erwartenden Folgeproblemen finanzieller Natur, im Bildungsbereich, bei der inneren Sicherheit und vor allem bei der Abwendung unserer freiheitlichen Bürgergesellschaft durch die Veränderung unserer Kultur ungenügend, schlicht ungenügend. Wer Millionen Afrikaner und Araber illegal nach Deutschland schleust, kann nicht erwarten, die importierten afrikanischen und arabischen gesellschaftlichen Probleme mit den üblichen Mitteln des deutschen Konsens- und Wohlfühlstaates zu lösen. Die AfD duldet keinen Rechtsbruch und fordert die Rückkehr zum Rechtsstaat seit 2013 konsequent ein. Das gilt für Migranten und Bürger ebenso, wie es auch für die deutsche Bundesregierung selbstverständlich sein sollte. Die wichtigsten Forderungen der AfD in Kurzform daher: Schließung der Grenzen für illegale Migranten und Beachtung von Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. Abschiebung nicht aufenthaltsberechtigter Personen und Beendigung der Duldungspraxis. Abschiebung der rund 500 Gefährder in Deutschland und Identifizierung vieler Tausender weiterer durch den Verfassungsschutz. Herstellung der vollständigen personellen und technischen Ausstattung der Polizei.
Reaktion auf jugendliche Intensivtäter, Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, ich habe es schon gesagt, auf 12 Jahre und eine konsequente Anwendung von Erwachsenenstrafrecht ab 18 Jahren. Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, Auslandsfinanzierungsverbot der Moscheen und Verschleierungsverbot. Sehr geehrte Damen und Herren, von der Frankfurter Neuen Presse bin ich gefragt worden zum Jahrestag des schönen Satzes "Wir schaffen das", wie ich dazu stehe. Ich habe Folgendes gesagt und das wurde auch gedruckt. Durch die einsame Entscheidung von Angela Merkel ist die äußere und die innere Sicherheit Deutschlands gefährdet. Vor allem aber frage ich mich, warum das soziale Engagement, das wir zu Anfang sahen und das zum Teil immer noch vorhanden ist, nicht für die sozial Schwachen in Deutschland vorhanden war und ist. Frau Merkel ist auf einem Irrweg, der Freiheit und Demokratie gefährdet. Das muss beendet werden. Wurde so abgedruckt. Sie möchte ich bitten, uns bei diesem Vorhaben zu helfen und die AfD am 11. zu wählen. Vielen Dank.